Hallo zusammen, ich bin Svenja von Otto und Ludwig und in meinem neuen Video möchte ich euch heute zeigen, wie ihr mein neues Schnittmuster, die Kinderjacke Frühblüher, nennen könnt. Frühblüher ist eine Übergangsjacke, vor allen Dingen deshalb, weil sie auf einen ganz speziellen Außenstoff ausgelegt ist, nämlich aus Mousselin. Mousselin ist ja gerade der absolute Trendstoff und ich dachte mir, es gibt jetzt Hosen aus Mousselin, Oberteile, warum nicht auch mal eine Jacke? Und da habe ich mir dann was überlegt und rausgekommen ist der Frühblüher. Man kann die Jacke mit einem Reißverschluss nähen oder mit einer Knopfleiste. Unten kann man einen Gummizug reinmachen oder auch ohne lassen. Hinten hat es so eine schöne Überlappung, wo man auch noch ein kleines Zierelement hinmachen kann. Und es gibt auch noch im E-Book optional eine Anleitung mit so einem Kinnschutz, wenn man den Reißverschluss zuzieht. Ja, in dieser Videoanleitung zeige ich euch genau diese Jacke, also mit Reißverschluss. In der schriftlichen Anleitung, also im E-Book, findet ihr die Anleitung für die Variante mit der Knopfleiste. Im Prinzip wird es eigentlich gleich genäht, nur dass man einmal noch einen Reißverschluss reinnäht und einmal eben nicht. Ihr kommt bestimmt damit klar. Ich hoffe, das Video hilft euch dabei und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nähen. Wir beginnen bei der Jacke mit der Eingriffstasche vorne. Dazu brauchen wir einmal das Vorderteil unten und einen Taschenbeutel. Den Taschenbeutel wählt ihr bitte so, dass wenn ihr einen Stoff habt, der eine erkennbare rechte Seite hat, wenn ihr die beiden Teile rechts aufeinander legt, dass der Beutel so nach unten schaut und nicht irgendwie so liegen würde. Wenn ihr einen Stoff habt, wo beide Stoffseiten gleich sind, ist das natürlich komplett egal. Dann holt ihr einfach einen dieser Taschenbeutel. Zusätzlich benötigen wir auch noch ein Paspelband, manche sagen dazu auch Biesenband oder eine Zackenlitze oder irgendein anderes Band, das ihr gerne mit in diese Naht hier einarbeiten wollt. Das sieht nicht nur besonders schön aus, es ist auch echt praktisch, denn das Biesenband hilft, dass wir den Mousselin leichter verarbeiten können. Der Mousselin ist ja an sich schon, dadurch, dass der so ein bisschen diese krause Struktur hat, recht dehnbar. Und wenn man dann auch noch hier so einen schrägen Fadenlauf hat, also hier diese schräge Kante, dann ist das natürlich super dehnbar. Und wenn man da jetzt was zusammennäht, dann kann es halt sein, dass man den Stoff total ausdehnt und dass man dann Wellen später drin hat, was doof aussieht und was man nicht haben will. Deshalb ist dieses Paspelband einfach perfekt dafür geeignet. Aber, und da kommt jetzt der gute Trick dabei, wir stecken das jetzt nicht einfach hier drauf, weil dann könnten wir ja auch wieder irgendwie so feststecken und dann hätten wir erst recht den Effekt, den wir nicht wollen. Nein, der Trick ist ganz einfach. Ihr nehmt euren Papierschnitt nochmal und hier legt ihr einmal entlang dieser Strecke euer Paspelband an. Am Anfang 1 cm rübergehen, weil wir haben ja auch einen Zentimeter Nahtzugabe, dann einmal glatt hier entlang an der Kante und oben wieder 1 cm überstehen lassen und abschneiden. Und weil wir ja zwei Taschen haben, können wir das Ganze einfach nochmal wiederholen. Dann müssen wir es gleich bei der zweiten Tasche nicht nochmal am Papierschnitt abmessen. Und mit diesem Trick arbeitet man bei dieser Jacke überall da, wo dieses Paspelband reinkommt. Also auch später an den Armnähten und am Rückenteil, an diesem, ich weiß immer noch nicht, wie es heißt, an diesem Besatz, den man da hat. So, wenn wir dann unser Biesenband in der richtigen Länge haben, kommt das erstmal auf unser vorderes Unterteil. Und zwar stecken wir das so fest, wer das noch nie gemacht hat mit dem Biesenband, dass die offene Kante, also die, wo nicht dieser Wulst ist, die zeigt zu unserer Schnittkante. Und hier können wir es jetzt, weil wir es eben ganz genau abgeschnitten haben, wirklich exakt feststecken. Und zwar so, dass diese Naht, die man schon in dem Biesenband drin hat, die sollte ungefähr 1 cm von der Schnittkante entfernt sein. Also das ist jetzt bei mir, habe ich hier noch so ein bisschen was von dem Stoff rausschauen. Da kann man sich jetzt auch ruhig einmal Anfang und Ende zuerst feststecken. Und dann kann man sich das so ziehen, dass es passt. Wenn man das dann festgesteckt hat, dann kann man hier in dieser Naht, die man schon hat, einmal das Biesenband festnähen. Und so sieht das dann aus, wenn das Biesenband angenäht ist. Und jetzt können wir schon mit dem Taschenbeutel weitermachen. Ihr habt ja hoffentlich auch daran gedacht, dass ihr euch hier die Knipse markiert.
die uns die Taschenposition anzeigen. Wenn ihr das nicht gemacht habt, nehmt nochmal den Papierschnitt zur Hand und macht euch da gerade die Markierung bei eurer Größe. Nämlich jetzt kommt der Taschenbeutel da drauf. Rechts auf rechts, und zwar so, dass die Enden hier vom Taschenbeutel 1 cm über die Knipse hinausgehen. Sprich, hier ist mein Knips, 1 cm weiter davor beginnt mein Taschenbeutel, hier ist noch der zweite Knips und 1 cm dahinter endet der Taschenbeutel. Und das könnt ihr euch jetzt einmal schön glatt rechts auf einander legen. Normalerweise würde man jetzt stecken und festnähen. Es gibt aber noch einen Trick, wenn man mit so einem Wiesenband arbeitet, damit das wirklich sauber wird. Nämlich, ihr könnt, wenn ihr wollt, euch das einmal hier mit einer Nadel feststecken, damit nichts verrutscht. Denn jetzt drehen wir einmal das Ganze. Denn von der linken Stoffseite aus sehen wir hier die Naht, wo wir das Wiesenband angenäht haben. Und in dieser Naht wollen wir auch den Taschenbeutel annähen. Deshalb können wir jetzt hier von links aus das untere Vorderteil und den Taschenbeutel zusammenstecken. Und ganz wichtig, dort wo wir hier die Knipse haben, da machen wir uns Quernadeln, denn da beginnen und enden wir mit dem Nähen. Also wir nähen den Taschenbeutel nicht ganz an, sondern am Anfang und am Ende steht so 1 cm über, der nicht angenäht ist. Also hier, dieses Stück zwischen den beiden Knipsen, nähen wir den Taschenbeutel jetzt an. Und so sieht das Teil jetzt aus, wenn wir den Taschenbeutel angenäht haben. Hier sehen wir schön die Wiese in dieser Naht. Wenn man das einmal nach hinten klappt, den Taschenbeutel, dann kann man hier oben an der Kante die Biese erkennen. Das Teil können wir jetzt noch einmal auf Seite legen, denn jetzt brauchen wir erstmal das obere Vorderteil und den passenden Taschenbeutel. Und zwar ist das der, der hier gegengleich mit dem unteren ist. So. Hier ist es jetzt wieder ganz einfach wie eben. Wir legen den Taschenbeutel rechts auf rechts hier an unser oberes Vorderteil an. Und zwar auch wieder so, dass an den Knipsen der Taschenbeutel noch 1 cm überlappt. Also hier habe ich meinen Knips und bis dahin geht mein Taschenbeutel. Dann habe ich einmal hier meinen Knips und bis dahin geht der Taschenbeutel. Das kann ich jetzt einfach mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen, von Knips zu Knips. Und beim Nähen natürlich darauf achten, weil wir jetzt hier ja keine Passbilder drin haben, die uns irgendwie daran hindert, dass wir den Stoff überdehnen, dass ihr wirklich nicht am Stoff zieht, sondern wirklich einfach die Nähmaschine führen lasst, sozusagen. So sieht dann das obere Vorderteil aus, wenn ich den Taschenbeutel angenäht habe. So, wenn man den Taschenbeutel nach unten klappt. Jetzt brauchen wir wieder das passende Unterteil dazu, denn jetzt werden die beiden zusammengebracht. Dazu lege ich das Unterteil auf das Vorderteil und die Taschenbeutel aufeinander. Ich beginne jetzt damit, dass ich aber erst hier diese Nähte schließe. Dazu stecke ich mir das Ganze aufeinander und zwar einmal hier, wo die beiden Knipse sind, klappe ich meine Taschenbeutel beiseite. Ich zoome euch mal noch ein bisschen mehr ran. Also hier habe ich einen Knips und da habe ich einen Taschenknips und hier enden ja auch meine Nähte. Und genau da kommen die beiden Lagen aufeinander. Und da stecke ich sie mir zusammen, weil da endet gleich meine Naht. Und dann natürlich hier der Rest bis zum Ende. So, kann ich das einmal hier zusammennähen. Und auf der anderen Seite mache ich genau das Gleiche, dass ich auch wieder hier meinen Taschenbeutel ein bisschen wegklappe. Wenn er denn will. Und dann hier die Knipse aufeinander lege. Und zusammenstecke, so dass hier auch meine Naht wieder beginnen kann. Und dann bis zum Ende schön bündig zusammenstecken. So. Jetzt war es auch wichtig, dass ihr das so gemacht habt, dass ihr den unteren, nicht den unteren Taschenbeutel, das untere Vorderteil auf das obere Vorderteil gesteckt habt. Denn jetzt seht ihr hier halt immer noch unsere Biesenansatznaht, in der wir jetzt auch die beiden Teile zusammennähen. Also näht ihr jetzt hier wirklich in dieser Naht, die ihr sehen könnt, einmal dieses Stück bis zum Knips zusammen, hier gut verriegeln und dann auch dieses Stück, hier auch wieder den Anfang gut verriegeln. Danach kommen wir zu den Taschenbeuteln. Wenn dann jetzt das vordere Unterteil oder das untere Vorderteil und das obere Vorderteil zusammengenäht sind, dann fehlen nur noch die Taschenbeutel. Die ziehe ich mir mal hier
raus. Und dann kann ich die jetzt auch rechts auf rechts aufeinander stecken. Und zwar beginne ich da auch hier an dem Punkt, wo diese Ansatznaht vom Taschenbeutel endet, damit es da nicht irgendwo ein Loch gibt. Und dann kann ich mir das einfach aufeinander stecken und dann mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen. Versäubern braucht ihr das Ganze nicht, weil die Jacke wird ja komplett gefüttert und die Kanten liegen da nicht offen. Deshalb braucht ihr bei dieser Jacke nichts zu versäubern. Und so sieht dann unser Vorderteil mit der Teilungsnaht und der darin versteckten Tasche aus. Einmal von der rechten Stoffseite und von der linken Seite. Eine Sache fehlt jetzt aber noch, denn hier an diesen Stellen, wo die Tasche endet, da ist mal besonders viel Zug drauf. Wenn man irgendwie die Hand reinsteckt oder schwere Steine sammelt, dann müssen wir diese Stellen noch ein bisschen fixieren, damit die nicht so schnell einreißen. Deshalb stecke ich mir jetzt hier einmal Nadeln an dem einen Ende und an dem anderen Ende. Und dann kann ich hier mit einem farblich passenden Garn so ein bisschen drüber nähen, hin und her, das Ganze verriegeln, dass das einfach nicht so schnell einreißt. Ich habe hier übrigens auch gerade so ganz leicht drüber gebügelt, damit sich das schön legt und der Taschenbeutel schön nach unten geht. Das würde ich euch auch empfehlen, das ist einfacher. Also nicht so doll bügeln, nicht schiebend bügeln, sondern so ganz leicht tupfenmäßig drüber bügeln. Wenn wir dann hier diese Riegel gesetzt haben, ist an sich das Vorderteil schon fast fertig. Bevor es aber weglegt, würde ich noch was Kleines vorbereiten, damit es nachher schneller geht. Und zwar brauchen wir hier, wo später der Raglanärmel reinkommt, auch noch eine Biese. Das geht wieder ganz genauso, wie wir es eben auch schon mit der Tasche gemacht haben, dass ihr euch den Papierschnitt zur Hilfe nehmt und dann am Papierschnitt wieder ausmesst, wie lang eure Biese sein muss. Dran denken, 1 cm Nahtzugabe oben und unten dazu zu geben. Und dann könnt ihr das genauso wie hier unten auch einmal annähen. Das habe ich hier schon mal vorbereitet an dem Vorderteil. So sieht das dann aus. Und wenn ihr das dann bei beiden Vorderteilen gemacht habt, dann könnt ihr die wirklich beiseite legen und dann machen wir erstmal mit dem Rückenteil weiter. Für das Rückenteil nähen wir als erstes diese Überlappung, die hinten nochmal über dem Rückenteil drüber liegt. Dazu habe ich das Ganze zweimal in Bruch zugeschnitten und habe an das eine Teil schon mal meine Biese angenäht. Das geht ganz genauso, wie ihr es eben bei der Tasche und beim Vorderteil Ärmel gemacht habt, dass ihr da einfach wieder am Schnitt die Länge ausmisst vom Biesenband und das dann hier entsprechend feststeckt und annäht. Ich werde euch das jetzt nicht überall genau zeigen, wie ich das feststecke, weil ich denke, das bringt euch nicht sehr viel Mehrwert, wenn ihr mir da 10 Minuten beim Feststecken vom Biesenband zuschaut. Also das habe ich schon festgenäht. Hier ist nichts drauf. Jetzt kommt das Teil, wo die Biese dran ist, rechts, auf das andere. Und zwar nur hier unten an dieser Kante stecke ich das Ganze einmal zusammen. Dann in dieser Biesennaht die beiden Lagen zusammennähen. Wenn man möchte, kann man die Nahtzugabe dann ein bisschen zurückschneiden, muss man aber nicht unbedingt. Und dann wird das Teil gewendet und dann unbedingt ganz leicht unten die Kante mit der Biese ein bisschen bügeln, damit sich das schön legt. Und so sieht das Teil dann aus, wenn es zusammengenäht, gewendet und ein bisschen gebügelt ist. Von rechts wie von links eigentlich gleich. Jetzt kommt das hier auf unser Rückenteil. Das Rückenteil legen wir mit der rechten Stoffseite nach oben. Und da drauf kommt, auch mit der rechten Stoffseite nach oben, hier diese Überlappung. Und zwar hier dann am Ärmel entlang, am Halsloch und am zweiten Ärmel. Das erstmal schön glatt aufeinander legen und dann kann man das einmal zusammenstecken. Und beim Zusammenstecken darauf achten, dass man hier auch diese untere Lage mitfasst. Wenn ihr das zusammengesteckt habt, könnt ihr das Ganze knappkantig hier zusammennähen. Ich würde diesen Schritt auch nicht überspringen, weil sonst wird es später echt ein bisschen fummelig, wenn ihr dann ohne das Zusammennähen weiternähen wollt. Also macht das einfach einmal schnell, dass es knappkantig aufeinander näht. Und so sieht dann das Rückenteil aus. Nachdem ich das hier aufgenäht habe, habe ich hier noch wieder meine Biesenbänder aufgenäht. Wieder ganz genauso, wie ich das auch schon hier und am Vorderteil in den Taschen überall gemacht habe.
Und dann habe ich hier noch zur Zierde eine kleine Schleife aufgenäht. Da könnt ihr auch einen Knopf hinnähen, das könnt ihr auch ganz weglassen, das ist ganz egal, wie ihr das möchtet. Ich habe hier einfach ein kurzes Stück Kordel einmal durch und durch mittig aufgenäht, damit das hier nicht so rumschlabbert, und eine kleine Schleife gemacht. Wenn ihr auch sowas mit einem Band oder einer Kordel machen wollt, achtet nur darauf, dass es nicht so lang ist, damit die Kinder dann nicht irgendwie auf dem Spielplatz damit hängen bleiben können. Damit ist das Rückenteil dann soweit schon fertig. Und wir haben ja auch unsere beiden fertigen Vorderteile. Und jetzt wird es Zeit, dass das Ganze zusammenkommt. Und was hält Rückenteil und Vorderteil zusammen? Bei einem Raglan natürlich der Ärmel. Und die kommen jetzt dazu. Hier ist es jetzt so, wie bei anderen Raglan-Ärmeln auch, das kennt ihr vielleicht schon, dass die Seite, wo es hier höher geht, das ist immer hinten, das kommt ans Rückenteil. Und die Seite, wo es hier am Halsloch tiefer ist, das kommt ans Vorderteil. Also, ich beginne damit, den Raglan-Ärmel ans Rückenteil zu nähen. Und lege mir dazu einmal den passenden Ärmel erstmal drauf. Und dann, das ist jetzt wieder ganz wichtig, drehen wir das Ganze wieder, so dass hier unser Rückenteil oben liegt. Weil dann sehen wir hier wieder die Naht von der Biese. Und dann können wir das einfach zusammenstecken und dann gleich in der Biesennaht einmal annähen. So sind dann die Ärmel schon am Rückenteil. Wenn man möchte, kann man hier die Naht auch noch einmal absteppen. Das geht ganz gut durch das Biesenband. Kann man aber auch sein lassen, je nachdem, wie man es gerne will. Dann kommen an die andere Ärmelseite die Vorderteile. Und da wieder ganz genauso Vorderteil nach oben, damit man wieder hier in der Biesennaht nähen kann. Feststecken auf beiden Seiten und dann in der Biesennaht annähen. Unsere Ärmel sind jetzt dran, aber hier unsere Seitennaht und unsere Armnaht sind ja noch offen. Und das ist auch das nächste, was wir jetzt schließen wollen. Dazu wenden wir das Ganze einmal auf links. Und stecken uns dann hier die Seitennaht und die Ärmelnaht in einem zusammen. Und zwar mache ich das immer so, dass ich mir hier zuerst unterm Arm die beiden Nähte schön aufeinander stecke. So, jetzt kann man hier die Seitennaht und die Ärmelnaht mit einem Zentimeter jeweils zusammennähen. Und wenn es dann nötig sein sollte, ganz leicht noch drüber bügeln. Aber muss man vermutlich eher nicht. So sieht unsere Jacke jetzt aus. Man erkennt jetzt endlich auch, was es werden soll. Und bevor wir jetzt mit der Kapuze weitermachen, wollen wir als erstes noch den Reißverschluss einnähen. Es gibt ja zwei Varianten bei der Jacke, einmal mit Reißverschluss und mit Knopfleiste. Wenn ihr die Variante mit der Knopfleiste näht, dann überspringt einfach diesen Schritt und macht mit der Kapuze weiter. Aber für den Reißverschluss, den nähen wir jetzt ein. Dazu lege ich mir erstmal hier so die vordere Kante schön glatt auf den Tisch. Beim Reißverschluss einnähen passiert gerne ein ganz, ganz blöder Fehler. Das passiert auch mir, dass man dazu neigt, den Stoff zu sehr zu dehnen, wenn man den Reißverschluss einnäht. Das sieht man ganz oft bei Sweatjacken, die dann auch ganz oft, wenn der Stoff nicht vorgewaschen war, das habe ich nämlich oft das Problem, dass dann aus der Waschmaschine kommt und der Reißverschluss dann auf einmal so Wellen wirft. Das kommt daher, dass der Stoff einfach beim Annähen des Reißverschlusses gedehnt wurde und sich dann später wieder zusammenzieht und dann hat man diese Wellen im Reißverschluss. Und das ist super ätzend. Also es sieht doof aus und man ärgert sich später darüber, dass man den Stoff nicht vorgewaschen hat und dass man nicht ordentlich gearbeitet hat. Und das ist halt auch ein Problem, das beim Mousselin ganz gerne passiert, weil der ja einfach diese schon gekräuselte Struktur hat. Dieser, den ich jetzt hier liegen habe, ist tatsächlich relativ glatt, aber da gibt es ja auch Kandidaten, die wirklich sehr stark knittrig sind. Und da sollte man jetzt nicht in Versuchung geraten, den glatt zu ziehen, nur weil man den Reißverschluss annäht. Deshalb, ganz wichtig, legt den wirklich einfach einmal so hin, wie er liegt, ohne irgendwas zu ziehen. Die Tasche habe ich einmal weggeklappt, damit ich da nicht aus Versehen was festnähe. Und dann brauchen wir unseren Reißverschluss. Das ist ein teilbarer Reißverschluss. Und die gibt es ja immer leider nur in 5 cm Schritten. So habe ich das dann auch bei euch im E-Book angegeben.
Und es kann sein, dass dann irgendwo ein bisschen Luft ist noch bei euch. Das ist gar nicht schlimm, das ist bei Jacken oft so. Ihr könnt aber auch, wenn ihr sagt, ihr möchtet den Reißverschluss wirklich komplett bündig unten und oben an der Kapuze haben, einen längeren Reißverschluss nehmen und den dann kürzen. Da gibt es auch ganz viele YouTube-Videos dazu, wie man das relativ gut machen kann. Jetzt möchte ich den Reißverschluss aber erstmal feststecken. Dazu, ich habe den noch zusammen, den Reißverschluss, weil es dann einfacher ist, lege ich mir den erstmal rechts auf meine eine Jackenkante. So. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir hier unten mindestens 1 cm Abstand vom Reißverschluss zur Kante haben und hier oben mindestens 1 cm Abstand von dieser Halslochkante zu diesem letzten Zähnchen ist. Wenn ihr einen Reißverschluss habt, der jetzt ein kleines bisschen kürzer ist als diese Kante, dann orientiert ihr euch oben, dass hier oben dieser 1 cm eingehalten wird und dass da nicht mehr ist als 1 cm vor allen Dingen. Und da beginnt man dann einmal den Reißverschluss festzustecken. Und zwar so, dass hier dieses Reißverschlussband bündig mit der Kante ist. Und jetzt wirklich ganz wichtig, den Stoff dabei nicht dehnen. Man kann jetzt auch, wenn einen Zipper stört, das Ganze einmal aufmachen und dann wirklich glatt, nein, nicht glatt, einfach ohne, dass der Stoff gedehnt wird, das Ganze festnähen. Das kann dann auch bei einem stark gekräuselten Musselin sein, dass man sich da so ein bisschen Fältchen reinnäht. Das ist aber an sich gar nicht so schlimm. Das ist das Schöne am Musselin, der verzeiht sowas, weil es einfach zur Optik passt. So, bis nach unten. Bei mir passt es jetzt hier erstaunlicherweise fast ganz genau. So. Wenn ich das dann hier festgesteckt habe, dann kann ich den Reißverschluss einmal festnähen und ich mache das immer so, dass ich mein Füßchen einfach hier entlang der Zähnchen laufen lasse und dann den Schieber immer entsprechend nach vorne und nach hinten schiebe, damit ich nicht daran vorbeischieben muss. Das hat ein bisschen immer was mit eurer Füßchenbreite zu tun oder ihr macht dann die Nadelposition, wenn ihr ein breites Füßchen habt, macht ihr die Nadelposition etwas weiter nach links, ja, ist links. Aber es sollte schon noch so ein halber Zentimeter Abstand zwischen den Zähnchen und eurer Naht sein, aber das ist jetzt, dann kommt es nicht auf einen Millimeter an. Es sollte einfach die Naht nicht zu nah an den Zähnchen vorbeilaufen. Einen Tipp habe ich gerade noch vergessen, und zwar hier oben ist ja immer noch so ein Schwänzchen über dem letzten Zähnchen, dieses Stück hier. Das habe ich einfach einmal so runtergeklappt und dann mit angenäht, damit es hier oben nicht noch rausschaut, sondern ich hier nachher glatt die Kapuze annähen kann. Dann kommt die zweite Seite. Bei der zweiten Seite müssen wir jetzt, also die wird an sich genauso gemacht wie auch die erste Seite, aber es ist jetzt wichtig, dass wir darauf achten, dass alles auf einer Höhe ist. Dazu schließe ich mir nochmal den Reißverschluss. Denn jetzt muss ich halt schauen, dass ich hier unten zum Beispiel auf einer Höhe rauskomme. Kann man das schon mal feststecken? Dass ich hier oben auf einer Höhe rauskomme. Hört ihr das im Hintergrund? Das ist ja der Landschaftspfleger draußen, das Gras mäht. Irgendwie habe ich das Glück, immer wenn ich ein Video drehe, kommt entweder die Müllabfuhr oder draußen wird irgendwas an den Bäumen oder so gemacht. Mega nervig. Egal. Die dritte Stelle, die wirklich wichtig ist, dass wir uns das feststecken, ist die hier, wo die Teilungsnähte aufeinandertreffen. Denn das sieht einfach am schönsten aus, wenn das hier wirklich schön auf einer Höhe endet. Dazu markiere ich mir hier einmal die Biese, damit ich mit dieser Nadel das Ganze hier festlegen kann, aber nicht auf der Höhe, wie die Biese hier ist, sondern bei einem Zentimeter. Lege ich mir das an, so ungefähr. Und dann stecke ich mir das erstmal fest. Und dann kann ich das Ganze auf rechts wenden und schauen. Ja, kommt auf einer Höhe raus, kann ich so lassen. Wenn nicht, dann würde ich das nochmal ein bisschen ändern. Und dann, wenn ich diese drei Punkte festgesteckt habe,
kann ich den Rest dazwischen auch feststecken. Und wenn wir die erste Seite auch schon richtig angenäht haben, dann sollte jetzt auch an der zweiten Seite kein Problem sein, dass wir da irgendwie den Stoff dehnen müssen. Das sollte eigentlich auch jetzt schön einfach aufeinander gesteckt werden können. So, jetzt das Ganze auch wieder so wie die andere Seite festnähen. Hier oben das Eckchen eingeklappt und dann ist der Reißverschluss schon drin. Und so sieht es dann aus, wenn unser Reißverschluss eingenäht ist. Ganz wichtig, ganz wichtig, jetzt den Reißverschluss noch nicht absteppen. Also hier noch nichts dran nähen, weil wir wollen das ja noch mit dem Futter erst verstürzen und wir können das erst absteppen wirklich in letzter Minute sozusagen, im letzten Moment. Wir machen jetzt erstmal weiter mit der Kapuze. Die Kapuze ist eine klassische Kapuze mit Mittelstreifen. Dadurch bekommt ihr eine schönere Form um den Kopf herum. Wir brauchen einmal ein Kapuzenseitenteil und das Kapuzenmittelstreifenteil. Und die werden rechts auf rechts aufeinander gesteckt. Zur Info, das, wo wir hier so eine kleine Rundung drin haben, kommt hinten in den Nacken und da, wo es vorne etwas enger zuläuft, das kommt nach vorne an die Stirn, damit man das nicht vertauscht. Und das kann jetzt eigentlich ganz normal einmal aufeinander gesteckt werden und dann mit einem Zentimeter Nahtzug auch zusammengenäht werden. Und das gleiche macht man dann auch auf der anderen Seite mit dem zweiten Kapuzenseitenteil. So sieht denn jetzt unsere fertige Kapuze aus und die können wir jetzt auch schon in die Jacke nähen. Wir haben hier am Hals unten in der Mitte vom Mittelstreifen einen Knips und dieser Knips kommt an die hintere Mitte. Die hintere Mitte, das kann man eigentlich sich hier recht gut ableiten, wo die in etwa ist. Hier die Nähte von den Mittelstreifen, die sind ungefähr auf den Racklernähten hinten. Und dann steckt man sich das hier bis nach vorne. Und dann, wenn man das hier beim Reißverschluss bis nach vorne macht, ist es auch wichtig, dass man den Reißverschluss nochmal so nach innen klappt sozusagen, dass hier die Nahtzugabe schön glatt liegt. Und dann müssen wir hier vorne wirklich dann auch bis an diese Kante das Ganze feststecken. Die Kapuze wird dann mit einem Zentimeter Nahtzugabe einfach einmal festgenäht. Ja, jetzt haben wir auch die Kapuze drin. Und damit ist unsere Jacke aus Außenstoff auch schon soweit fertig. Es sei denn, ihr wollt jetzt noch irgendwie eine Applikation oder so drauf machen, dann würde ich das jetzt machen, weil jetzt am besten noch dran kommt. Aber dann machen wir erstmal mit dem Futter weiter.